Vorlesung. Wir haben, das hier ist die Übersicht von letzter Woche und auch was wir heute machen wollen. Wir sind immer noch bei der Chomsky-Hierarchie. Wir haben Chomsky 0 bis Chomsky 3 kennengelernt und wir haben uns vor allen Dingen bisher um das Wortproblem gelöst. Ja. Bei Chomsky 0, das waren die semi-entscheidbaren Sprachen und das Wortproblem wurde gelöst mit einer nicht-deterministischen Turing-Maschine oder äquivalent mit einer deterministischen Turing-Maschine, die die Sprache akzeptiert. Das heißt, bei Ja-Instanzen hört die Maschine auch irgendwann auf und sagt Ja, und bei Nein-Instanzen hört sie entweder auf und sagt Nein oder sie hört halt nicht auf. Also da ist diese Möglichkeit dieses endlos Weiterrechnens. Also insbesondere wird die Sprache nicht unbedingt entschieden, sondern nur akzeptiert. Dann bei Chomsky 1 wird es ein bisschen besser. Das sind die kontextsensitiven Sprachen. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass diese Sprachen entscheidbar sind, aber wir haben es nicht bewiesen und ich werde heute auch irgendwann innerhalb der Vorlesung einmal kurz sagen, warum das so ist. Allerdings sind die immer noch nicht einfach zu lösen. Mit Turing-Maschinen werden wir dort NP-schwere Sprachen drin finden. Wir haben da eine kennengelernt. Das Berechnungsmodell, was die Chomsky-1-Grammatiken oder die Sprachen genau erfasst waren, war dieses N-Tape-N, also nicht-deterministische Turing-Maschinen mit linearem Speicherplatz, aber auch diese nicht-deterministischen Turing-Maschinen akzeptieren nur, so wie sie in der Definition von N-Tape-N drinstehen. Chomsky 2, kontextfrei. Da ist dann das Wortproblem schon polynomiell lösbar, also insbesondere entscheidbar und die Laufzeit ist auch polynomiell in der Inputgröße beschränkt. Das haben wir vor allen Dingen letzte Vorlesung gemacht. Dafür haben wir den CYK-Algorithmus kennengelernt, der das in kubischer Zeit tut. Und um diesen CYK-Algorithmus anzuwenden, muss man in einem sozusagen Pre-Processing-Schritt die Grammatik erstmal umformen in eine Normalform, in die Chomsky-Normalform. Das hat die ganze Vorlesung dann gekostet, diese beiden Sachen, die Chomsky-Normalform und den CYK-Algorithmus zu machen. Und dort fügt sich das jetzt sozusagen, dieses Puzzlestück ein. Und dann Chomsky 3, das sind die regulären Sprachen, mit denen wir die Vorlesung tatsächlich begonnen haben. Und da ist das Wortproblem ganz einfach lösbar, nämlich in linearer Zeit mittels endlicher Automaten, also DEAs. Zum Beispiel machen das. Was machen wir heute? Beispiele. Klingt jetzt irgendwie langweilig. Also ich möchte zu jeder Grammatik ein Beispiel haben. Jetzt könnte ich natürlich einfach irgendeine reguläre Sprache nehmen und die sitzt in allen von denen drin. Aber ich will natürlich Beispiele, die zum Beispiel hier oben in der Ecke, oben rechts in der Ecke sollte irgendwas sein, was Chomsky 0 ist, aber nicht Chomsky 1. Ja? Und dann möchte ich gerne was kennenlernen, was Chomsky 1 ist, aber nicht Chomsky 2. Oder was Chomsky 2 ist, aber nicht Chomsky 3. Okay. Das heißt, wir werden jedes Mal beweisen müssen, dass eine gewisse Sprache, die ich da vorschlage, in dieser Hierarchieebene dort ist, also eine entsprechende Grammatik das erzeugt. Ja. Aber eben auch, dass es nicht durch eine Stufe tiefer erzeugt werden kann. Ja. Also ich muss dann zeigen, dass zum Beispiel eine Sprache kontextfrei ist, aber nicht regulär. Und vor allen Dingen dieses Nicht ist natürlich nicht so einfach. Ja. Um zu zeigen, dass etwas kontextfrei ist, muss ich Ihnen die Grammatik zeigen, die das erzeugt, und dann Sie überzeugen davon, dass es diese Sprache erzeugt. Aber dass es nicht regulär ist, ist nicht so leicht. Das haben wir tatsächlich aber schon am Anfang gemacht, als wir reguläre Sprachen hatten. Da hatten wir das Pumping-Lemma kennengelernt und das verallgemeinerte Pumping-Lemma. Das war unsere Möglichkeit zu zeigen, dass etwas nicht regulär ist. Okay? Und jetzt bräuchten wir das halt auch, um zu zeigen, dass etwas nicht kontextfrei ist. Oder dass etwas nicht Chomsky 1 ist. Okay, und das wird heute in der Vorlesung passieren. Um zu zeigen, dass etwas nicht kontextfrei ist, dafür werden wir ein Pumping-Lemma kennenlernen für kontextfreie Sprachen. Okay,
Das ist also ganz ähnlich wie das Pumping-Lemma für reguläre Sprachen, hat aber einen entscheidenden Unterschied. Wir werden dieses Lemma kennenlernen und eine Verallgemeinerung davon, und wir werden es dann auch einmal benutzen, um eben zu zeigen für eine gewisse Sprache, dass die in Chomsky 1 ist, aber nicht in Chomsky 2. Okay. Und dann als letztes, um zu zeigen, dass etwas Chomsky 0 ist, aber nicht Chomsky 1, da werden wir genau das tun, was ich gerade schon erwähnt habe. Wir werden nämlich zeigen, dass alles, oder kurz begründen, warum, dass alles, was in Chomsky 1 ist, tatsächlich entscheidbar ist. Okay. Und dann nehmen wir einfach irgendwas, was semi-entscheidbar ist, aber nicht entscheidbar ist. So eine Sache haben wir schon kennengelernt, als es um Entscheidbarkeit ging. Und dann haben wir halt was, was in Chomsky 0, aber nicht in Chomsky 1 ist. Okay? Das ist der Plan erstmal für heute. Das wird nicht die ganze Vorlesung füllen. Aber vielleicht doch jetzt mit den 20 Minuten Vorgeplänkel. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, dann werden wir noch mal ein bisschen über die Kontextfreien, das ist ja wirklich die Schicht, die uns am meisten interessiert, die Chomsky 2, die kontextfreien Grammatiken, werden wir da noch mal ein paar Eigenschaften von kontextfreien Sprachen und Grammatiken zeigen. Gut. Also, geht los. Wir fangen an mit dem Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen, mit dem Ziel, später dann dieses Lemma zu verwenden, um zu zeigen, dass etwas nicht kontextfrei ist. So, oben ist das Pumping-Lemma für reguläre Sprachen, was Sie noch gut in Erinnerung haben. Und unten ist das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen. Ich habe die jetzt mit Absicht relativ ähnlich oder so ähnlich wie möglich formuliert und in Rot dann hervorgehoben, was wirklich die Unterschiede sind. Sie erinnern sich, das Pumping-Lemma trifft eine Aussage, die zutrifft auf alle kontextfreien Sprachen. Ja, also hier im unteren Fall auf alle kontextfreien Sprachen und im oberen Fall auf alle regulären Sprachen. Und die Aussage ist die folgende: Es existiert eine ominöse Zahl n, die abhängt von der Sprache, so dass jedes Wort, was in der Sprache liegt und lang genug ist, länger als n, eine Zerlegung hat in gewisse Teile, sodass bestimmte von diesen Teilen gepumpt werden können, also verifacht für beliebiges i. Ja. Und der Unterschied ist jetzt, dass wir vorher für reguläre Sprachen hatten wir die Zerlegung in drei Teile und hatten dann den mittleren Teil immer gepumpt. Und jetzt ist die Zerlegung in fünf Teile und wir werden den zweiten und den vierten Teil pumpen gleichzeitig. Okay? Deswegen ist das Wort, was wir jetzt im Allgemeinen uns angucken, auch Z, einfach weil wir mehr Buchstaben da unten für diese Fünferzerlegung brauchen. Also Z ist das Wort der Länge n, beliebiges Wort aus der Sprache der Länge n. Und dann existiert eine Darstellung in fünf Teile: U, V, W, X und Y. Die könnten, jeder Teil von denen könnte leer sein. Ja, könnten leere Worte sein dabei, aber die könnten auch beliebig lang sein. Also irgendwie kommt jemand her und zerhackt das Wort in fünf Teile. So dass der mittlere Part VWX zusammen höchstens n lang ist. Und ohne das W, also nur der zweite und der vierte Teil, V und X, wenn man das hintereinander schreiben würde, ist es nicht leer. Also mindestens ein Buchstabe, entweder ein V oder ein X oder in beiden. Okay? Und dann ist für jedes I in den natürlichen Zahlen das Wort, wenn wir U, V hoch I, X, nein, U, V hoch I, W, X hoch I, Y, dann ist es immer noch in der Sprache. Also wir pumpen diesen zweiten und den vierten Teil gleichzeitig auf. Okay? So, das ist die Aussage des Pumping-Lemmas für kontextfreie Sprachen. Und wir können dann zeigen, dass diese Aussage des Pumping-Lemmas für eine gewisse Sprache nicht erfüllt, also kann diese Sprache nicht kontextfrei sein. Das machen wir gleich. Vorher wollen wir es noch beweisen. Hier nochmal, so wie wir es am Anfang auch gemacht haben, dass man das einmal richtig verdaut, das ist diese komplizierte, alternierende Folge von Quantoren. Also dieser Satz da oben hat die Art für alle existiert, für alle gilt. Ja?
Und hier sind die Teile. Also für jede Sprache L, die kontextfrei ist, existiert ein N aus den natürlichen Zahlen. Das kann jetzt abhängen von der Sprache, wird es auch. Sodass für alle Z aus der Sprache, die lang genug sind, das hängt jetzt von dem N davor ab und von dem L, existiert diese fünf Wörter da, U, V, W, X, Y, die genau zusammen in der Reihenfolge Z ergeben. Die mittleren drei sind höchstens N lang, zweites und viertes zusammen sind nicht leer. Sodass für alle I aus den natürlichen Zahlen gilt, dieses I gepumpte bleibt in der Sprache. Gut. Dann gibt es eine Verallgemeinerung von dem Pumping Lemma, das heißt Ottgens Lemma für kontextfreie Sprachen. Und das ist die Verallgemeinerung, die wir auch beweisen werden. Ich lese es einmal vor. Ja, also wir L ist eine kontextfreie Sprache und dann existiert eine Zahl Z, sodass für jedes Wort Z aus L der Länge mindestens N oder mehr als N gilt. Soweit alles richtig. Okay. Jetzt würde eigentlich in dem Pumping-Lemma die Zerlegung in fünf Teile kommen. Hier ist es jetzt so, dass wir ein bisschen eingrenzen können, wo die Zerlegung liegt. Ja. Sie erinnern sich, dass wir das Pumping-Lemma für reguläre Sprachen am Ende auch verallgemeinert haben zu einem verallgemeinerten Pumping-Lemma für reguläre Sprachen. Und dort war auch die Idee, dass wir sagen konnten, wo ist der Teil, der gepumpt werden kann. Ja, wir konnten ein bisschen so ein Beobachtungsfenster festlegen und sagen, selbst da drin wird gepumpt. Okay. Und hier ist es jetzt auch quasi so, bloß dass das Beobachtungsfenster relativ beliebig ist. Was wir nämlich tun, ist, wir können in dem Wort Z, was diese Zerlegung haben soll, wir können die Zerlegung beeinflussen, indem wir Buchstaben markieren. Ja, wir zeigen auf Buchstaben. Wir müssen mindestens N müssen wir markieren, wir dürfen mehr markieren. Ja, wir könnten noch alles markieren. Okay, und in Abhängigkeit von der Markierung muss jetzt die Zerlegung in die fünf Teile noch zusätzliche Eigenschaften haben. Nämlich, diese Längeneigenschaften von dem Mittelteil und von dem zweiten und vierten Teil bezieht sich jetzt nicht auf die ganze Länge des Wortes, sondern auf die Anzahl der markierten Teile dort. Ja? Also in VWX sollen höchstens N markierte sein. Ja? Das ist zum Beispiel, wenn VWX an sich höchstens N lang ist, dann sind da natürlich auch nur höchstens N markierte drin. Aber jetzt könnte VWX auch länger sein, hat aber höchstens N markierte. Aber im V und X, also im zweiten und vierten Teil, muss mindestens einer markiert sein. Das heißt, wir markieren N Zeichen und wir wissen, mindestens eins davon wird bei dem gepumpten Teil dabei sein. Ja, wir können so ein bisschen unseren Finger drauflegen, hiervon muss irgendwas gepumpt werden. Was genau von denen können wir nicht sagen, aber von diesen N muss irgendwas gepumpt werden. Das ist so die Idee. Ja. Und diese Markierung ist echt beliebig. Wir können sagen, in den ersten N markieren wir oder wir markieren jedes dritte oder irgendwas. Ja. Und dann wissen wir, von den Markierten muss irgendwas gepumpt werden. Gut. Also mindestens einer gehört zu VX. Das ist tatsächlich die wichtige Eigenschaft. Und dann ist es das Gleiche. V und X werden gleichzeitig gepumpt. Also U, V hoch I, W, X hoch I, Y bleibt in der Sprache für alle I aus den natürlichen Zahlen. Okay? Gut, das ist das Lemma. Beweisen wir das. Also, wir haben eine kontextfreie Sprache. Wir müssen jetzt das Lemma zeigen. Das heißt, das nächste war, für alle kontextfreie Sprachen existiert ein N. Wir müssen das N erstmal finden. Okay. Und das N finden wir wie folgt. Wir nehmen uns eine Grammatik her, eine kontextfreie Grammatik, die diese Sprache erzeugt und die ist in Chomsky-Normalform. Das heißt, alle Regeln sind von der Form, linke Seite ist eine Variable, rechte Seite ist entweder zwei Variablen oder ein Terminal. Okay? Das können wir immer tun. Denn jede kontextfreie Grammatik kann in Chomsky-Normalform überführt werden, eine äquivalente Chomsky-Normalform. Und dann setzen wir jetzt n 2 hoch die Anzahl der Variablen in dieser Chomsky-Normalform plus 1.
Okay, das ist das N. Vorher hatten wir bei dem regulären Pumping Lemma, da hatten wir als N gesetzt die Anzahl der Zustände in einem Automaten für die Sprache. Ja? Und jetzt ist so ähnlich, jetzt haben wir die nicht richtig die Anzahl der Variablen in der Grammatik, aber es ist 2 hoch die Anzahl der Variablen in der Grammatik. Das ist ein relativ großes N. Gut, das N haben wir gewählt. Das heißt, unser Gegenspieler gibt uns jetzt ein beliebiges Wort Z. Das muss in der Sprache liegen. Das muss mindestens N lang sein. Und es kommt mit einer beliebigen Markierung dann gleich. Und dann müssen wir von diesem Wort und dieser Markierung müssen wir die Zerlegung finden. Okay. Kurz die Markierung nochmal beiseite schieben. Wir haben erstmal das Wort Z. Das hat Länge N. Jetzt können wir dazu einen Syntaxbaum uns anschauen, den wir auch letzte oder vorletzte Vorlesung eingeführt haben. Der sieht ja so aus, das ist so eine schematische Darstellung, der muss nicht in so ein voller Baum sein, die Blätter sind nicht alle auf der gleichen Höhe. Ja. Aber wenn ich die Blätter in dem Baum von links nach rechts ablaufe, dann sehe ich das Wort Z. Ja. Und Sie erinnern sich, das sieht dann so aus, dass in der Wurzel des Baumes steht die Startvariable S. Und dann wird da drauf eine Regel angewendet. Und dann kommen da 2 neue Variablen. Und auf diese Variablen werden wieder Regeln angewendet. Das heißt, kommen wieder 2 neue Variablen. Und manchmal wird auch eine Regel angewendet, wo aus der Variable statt 2 neue Variablen zu machen, ein Terminal gemacht wird. Okay. Und das ist dieser Baum, den wir kriegen aus der Ableitung von dem Wort Z. Okay, der existiert, weil einfach das Z in der Sprache liegt, also eine Ableitung hat. Hat die also auch so einen Baum. Den Baum betrachten wir uns. Dieser Baum hat natürlich so viele Blätter, wie Z Buchstaben hat. Ja. Und die Vorgänger von den Blättern, die haben genau einen Nachfolger. Ja, das war, wenn eine Variable übersetzt wurde in einfach nur ein Terminal. Und die anderen inneren Knoten, da sind es immer Variablen, die übersetzt werden in 2 Variablen. Also es ist so ähnlich wie ein binärer Baum. Ja. Es gibt Knoten, die haben 2 Nachfolger und es gibt Knoten, die haben genau einen Nachfolger. Und es gibt Knoten, die haben gar keinen Nachfolger, das sind die Blätter. So, jetzt den Syntaxbaum, der ist einfach da gegeben Z. Jetzt kommt Z aber mit einer Markierung. Wir sind ja in diesem Ortgens-Lemma. Das heißt, wir wissen, dass mindestens n Zeichen von Z wurden markiert. Das ist so, wo wir pumpen sollen. Wir müssen darauf achten, dass mindestens eins dieser markierten Symbole mitgepumpt wird. Okay, wir wissen gar nichts über die Markierung. Das hat irgendjemand markiert und wir müssen darauf eingehen. Okay, wir sehen die Markierung. Die Markierung der Zeichen von Z entspricht also einer Markierung von Blättern in diesem Baum. Ja, die Blätter sind ja genau die Zeichen. Gut. So, und jetzt wollen wir diese Zerlegung finden, indem wir diesen Baum so von oben nach unten durchgehen. Das ist ein Informatikbaum, der hat die Blätter unten und die Wurzel oben, also von der Wurzel zu den Blättern durchgehen. Und zwar, wie machen wir das? Wir können uns halt jedes Mal entscheiden, ob wir nach links oder nach rechts gehen, wenn wir noch nicht bei einem Blatt angekommen sind. Ja? Und diese Entscheidung links oder rechts treffen wir dahingehend, wenn wir nach unten gucken, sozusagen zu den Blättern, wo die Markierungen liegen. Okay, und die Idee ist, wir wollen dahin gehen, wo viele Markierungen sind. Okay. Also, wir wählen stets, wenn wir von der Wurzel zum Blatt gehen, wir wählen stets den Nachfolger, auf dessen Seite die größere Anzahl Markierungen, markierte Blätter liegen. Okay. Und also was kann jetzt passieren? Wir starten in S. Wir sehen die ganzen Blätter, die markiert sind. Wir haben 2 Teilbäume. Und die könnten jetzt entweder beide Markierungen haben oder nur einer. Dann ist klar, wo wir hingehen, da wo die Markierungen sind. Und wenn beide Markierungen haben, dann nennen wir diesen Knoten einen Verzweigungsknoten. Ja? Also wir wissen nicht genau, wie lang dieser Pfad ist. Wir wissen ja gar nicht, wie lang das Wort ist. Das ist nur mindestens n lang. Es könnte super lang sein. Und wir treffen unterwegs auf ein paar Verzweigungsknoten und
Manchmal ist es klar, weil irgendwie nur ein Teilbaum hat überhaupt Markierungen unter sich. Okay. So, die Verzweigungsnoden. Und die Verzweigungsnoden sind wichtig für uns. So, jetzt weil n so groß ist, 2 hoch, also mehr als 2 hoch die Anzahl der Variablen. Wir müssen uns überlegen, wenn wir darunter gehen und wir treffen nicht auf einen Verzweigungsknoten. Das heißt, ein Teilbaum hat überhaupt keine Markierung und der andere hat noch Markierung, dann verlieren wir sozusagen keine Markierungen aus den Augen. Und wenn wir bei einem Verzweigungsknoten sind, dann haben wir auf beiden Seiten haben wir Markierungen und wir verlieren einige, ja, weil wir uns entscheiden müssen, wo wir lang gehen. Wir verlieren höchstens die Hälfte, weil wir immer in die größere Seite gehen. Wir verlieren höchstens die Hälfte der Markierungen. Okay. Und jetzt Hälfte und 2 hoch suggeriert es schon. Wir müssen also, um am Ende bei einem Blatt zu sein, wo wir ja irgendwie alle Markierungen verloren haben, bis auf eine oder so, müssen wir ganz oft Verzweigungsknoten getroffen haben. Weil nur an denen können wir überhaupt Markierungen unter uns verlieren. Ja. Also, weil n so viel ist, weil es so viele Verzweigungsknoten gibt und wir in jedem, weil es so viele Markierungen gibt und wir in jedem Verzweigungsknoten höchstens die Hälfte verlieren, müssen wir also mindestens v plus 1 Verzweigungsknoten passieren. Also, Betrag von v plus 1 Verzweigungsknoten. Jetzt erinnern wir uns, dass Knoten in diesem Baum, insbesondere Verzweigungsknoten in diesem Baum, gehören zu Variablen, die da gerade abgeleitet wurden, ja, wo da eine Regel drauf angewendet wurde in dieser Chomsky-Normalform. Jetzt haben wir also in diesem Pfad irgendwie einige von denen als Verzweigungsknoten identifiziert und jeder von diesen Verzweigungsknoten gehört zu einer Variablen. Die Anzahl aber von denen ist mehr, als es überhaupt Variablen gibt. Das heißt, wir müssen mindestens eine Variable doppelt treffen. Und also es gibt mindestens 2 Knoten also wir haben ganz viele Verzweigungsknoten, wir gucken uns die letzten, warum nicht, die letzten V plus 1 Verzweigungsknoten an. Und davon gibt es 2, das sind jetzt endlich diese V1 und V2 in dem Bild, die zu derselben Variable gehören, sagen wir mal, die Variable heißt A. Okay. Gut. Und das war es jetzt quasi schon. Jetzt haben wir unsere Zerlegung implizit definiert durch diese beiden Knoten, wie in diesem Bild schon so ein bisschen suggestiv eingezeichnet ist. Ja? Also die 5 Teile korrespondieren zu, also die mittleren 3 Teile, also V, W, X, ist alles, was unter V1 liegt. Also V1 sei OBDA der höhere von den beiden V1, V2, ja. Was unter V1 liegt an Blättern, ist jetzt ein Teilwort von Z. Das ist alles, was VWX ist. Ja, da könnte jetzt noch was davor stehen und was dahinter stehen, das ist dann halt U und Y. Und in diesem Teilbaum taucht dann irgendwann V2 auf und alles, was unter V2 liegt, ist das, was W ist. Okay. Und jetzt könnte in dem Teilbaum noch was vor W stehen, das wäre dann U. Nein, V, Entschuldigung. Oder was hinter W stehen, das wäre dann X. Okay. So. Ich muss mal kurz. Genau. Der Verzweigungsknoten V1, da V1 Verzweigungsknoten ist, muss V und X muss mindestens einen markierten haben. Also zwischen V und X muss es mindestens einen markierten geben. Warum ist das so? Naja, V2 liegt in einem der beiden Teilbäume von V1 und V1 hat in beiden Teilbäumen hat V1 Markierungen. Ja? Also auch in dem Teilbaum, wo nicht V2 drin liegt. Hier in dem Bild sieht es so aus, ne? V2 liegt in dem rechten Teilbaum von V1. Wir wissen aber, V1 hat in beiden Teilbäumen Markierungen, also insbesondere im linken Teilbaum vom V1 ist auch eine Markierung. Und jetzt ist es relativ anschaulich klar, dass dieses Wort V hier unten ist komplett unter dem linken Teilbaum von V1. Ja.
Und andersrum, wenn jetzt V2 in dem rechten Teilbaum liegen würde, dann hätten wir ein X unter dem, was habe ich? Ja, weiß, andersrum halt, links und rechts vertauschen. Ja, also das ist die wichtige Erkenntnis. Wir haben entweder in V oder in X mindestens eine Markierung drin oder in beiden. Genau, wir wollten aber auch, dass es nicht zu viele Markierungen in dem Mittelteil gibt. Das war auch eine Bedingung an diese 5-Zerlegung, dass die mittleren drei Teile höchstens n von den Markierungen haben. Wir wussten ja nicht, wie viele Markierungen es insgesamt gibt. Und dadurch, dass wir die letzten V plus 1 Verzweigungsknoten genommen haben, wissen wir, dass danach es gab keine Markierung mehr und jedes Mal, wenn wir jetzt hochgehen über so einen Verzweigungsknoten, kann es sich höchstens verdoppeln. Und dann haben wir also höchstens 2 hoch V plus 1, was genau unser n war, markierte Buchstaben in diesem Mittelteil. Gut. Jetzt als letztes, ich mache nochmal kurz zurück, auch ich hoffe, es verwirrt Sie nicht. Als letztes ist noch zu sagen, warum können wir jetzt pumpen? Und in dem Bild ist es so, finde ich es relativ gut zu sehen. Also Sie wissen, dass V1 und V2 zu derselben Variable a gehören. Ja. Und das heißt, wenn ich irgendwo ein a sehe, dann kann ich unter das a den Teilbaum setzen, der an V2 gewurzelt ist, zum Beispiel. Wann immer ich ein a sehe, kann ich unter den setzen einen Teilbaum, der an V2 gewurzelt ist, und das liefert mir dann am Ende ein Wort. Dieses Wort w. Ich könnte aber auch, wenn immer ich ein a sehe, statt was auch immer da dran hängt, kann ich diesen Teilbaum setzen, der an V1 dran ist. Ja. Und was ich jetzt tue, ist, um zu pumpen, ich nehme den Teilbaum, der an V1 dran ist, und setze ihn dort, wo wo V2 liegt. Ja, und dann müssen Sie sich überlegen, dass das genau den Effekt hat, dass jetzt V und X um 2, also verdoppelt wurden. Und in diesem neuen Teilbaum liegt jetzt wieder ein V2 drin und da könnte ich den jetzt wieder reinsetzen, um dreifach zu pumpen. Und um nullfach zu pumpen, muss ich einfach nur den kleinen Teilbaum von V2 nehmen und gleich oben an V1 legen und den V1 weg, also da wegmachen. So, das ist die bildliche Anschauung. Hier kommt die formale Schreibweise. Also wir wissen, es existieren Ableitungen von S nach U, A, Y. Das ist einfach, weil wir wissen, dass es in diesem Syntaxbaum diesen Teilbaum gibt, wer bei V1 da endet mit einem A und davor kommt U, davor ist hier U und danach kommt Y. Wir wissen, dass A abgeleitet werden kann zu VAX. Das ist dieser Teilbaum unter V2. Nein, 1, der obere, wo wir aber in V2 nichts gemacht haben. Und wir wissen, dass in der Grammatik abgeleitet werden kann aus A das Wort W, das ist der kleine Teilbaum unten. Okay, und jetzt können wir uns halt entscheiden, wenn in dieser Ableitung hier für das A gleich das W einzusetzen, dann haben wir X und V sind wir dann losgeworden. Oder wir setzen für dieses a erstmal diese Ableitung ein und dann für das a nochmal diese Ableitung. Dann haben wir das v doppelt und das x doppelt und dann erst das w. Oder wir machen das dreimal oder viermal. Für jedes i funktioniert das. Ja? Also hier unten ist es aufgezeigt. Also für jedes i können wir jetzt machen von s ableiten nach u, a, y. Das a mit dieser Ableitung in VAX und dann dieses A, was hier in der Mitte ist, wieder mit dieser Ableitung in schon zweimal VA, zweimal X, Y und so weiter, so oft wie wir wollen. Und dann, wenn wir denken, okay, jetzt haben wir genügend von denen, also weil das I einfach erreicht ist, dann können wir das A mit dieser Ableitung durch das W ersetzen. Gut. So, das ist der Beweis von Ottgens Lemma. Jetzt habe ich Ottgens Lemma bewiesen und nicht das Pumping Lemma, was ja irgendwie ein bisschen einfacher ist. Aber das Pumping Lemma muss ich jetzt nicht mehr beweisen, weil das ein Spezialfall von dem Ottgens Lemma ist, in dem ich einfach alles markiere. Mich nicht darum schere, wo die Fünferaufteilung ist. Ja, wenn alles markiert ist,
Dann heißt es dort einfach nur, dass diese letzten beiden Teile VWX haben Länge höchstens n, weil alles ist ja markiert. Also höchstens n markierte heißt einfach Länge höchstens n. VX zusammen, da ist mindestens einer drin, weil alles markiert ist, ist mindestens ein Markierter drin. Und der Rest ist ja das gleiche. Gut. So, jetzt nochmal. Warum haben wir das gerade gemacht? Wir wollten eigentlich nur Beispiele finden. Und wir wollten dann insbesondere später ein Beispiel finden, was kontextsensitiv, aber nicht kontextfrei ist. Und um zu zeigen, dass etwas nicht kontextfrei ist, haben wir das Pumping-Lemma für kontextfreie Grammatiken oder Ottgens-Lemma für kontextfreie Grammatiken. Und das können wir dann benutzen, um zu zeigen, dass etwas nicht kontextfrei ist. Machen wir gleich. Hier ist jetzt der entsprechende Satz. Das heißt dann, die Echtheit, die Hierarchie ist echt. Also wir wissen ja, dass also LI ist jetzt die Klasse der Typ-I-Grammatiken oder der Sprachen, die von Typ-I-Grammatiken erzeugt wird. Und wir wissen, dass diese Inklusionskette hier gilt. L3 ist enthalten in L2, ist enthalten in L1, ist enthalten in L0. Und die Frage ist, ob ein paar von diesen Inklusionen nicht vielleicht sogar Gleichheit ist. Ja. Und wenn die Gleichheit nicht gilt, dann sagt man, das ist eine echte Inklusion und entsprechend darum geht es hier, das ist eine echte Hierarchie. Also wir wollen beweisen, dass jede von diesen drei Inklusionen echt ist. Das heißt, wir wollen jedes Mal eine Sprache finden, die in der größeren Menge drin ist, aber in der kleineren nicht. Das heißt, der Beweis wird in drei Teile gehen. Wir fangen an von links nach rechts. Zuerst, es gibt eine kontextfreie Sprache, die nicht regulär ist. Also es gibt etwas, das ist in L2, aber nicht in L3. Ja? Also die zwei Teile müssen wir hier zeigen. Der nächste ist dann, dass diese Inklusion echt ist. Es gibt eine kontextsensitive Sprache, die nicht kontextfrei ist. Es gibt eine Sprache L, die ist in L1 und nicht in L2. Da werden wir das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen benötigen, um zu zeigen, dass etwas nicht in L2 ist. Und der letzte Teil ist, es gibt eine semi-entscheidbare Sprache, die also in L0 ist, aber nicht kontextsensitiv. Und da müssen wir noch zeigen, dass kontextsensitive Sprachen alle entscheidbar sind. Und deswegen, wenn wir eine semi-entscheidbare, aber nicht entscheidbare nehmen, dann haben wir es. Gut. Wir fangen an mit leicht nach schwer in der Hierarchie zumindest. Teil 1. Eine kontextfreie Sprache, die nicht regulär ist. Tatsächlich haben wir davon schon ganz viele gesehen. Wir haben schon Sprachen gesehen, die nicht regulär sind. Ja, bei dem Pumping-Lemma früher. Wir haben uns aber nie richtig überlegt, ob die kontextfrei sind. Ja, also wir hatten da so reguläre Klammerausdrücke oder so. Und wir haben jetzt hier, würde auch funktionieren übrigens, wir haben jetzt hier aber die Sprache, die wir auch schon gesehen haben in den letzten Vorlesungen, a hoch i, b hoch i für beliebiges i mindestens 1. Das wird von der kontextfreien Grammatik erzeugt. Die Grammatik ist ganz simpel. So sieht sie aus. Hat nur zwei Produktionen und eine Variable. Das heißt, die Sprache ist kontextfrei. Die Sprache ist aber nicht regulär. Das kann zum Beispiel mit dem Pumping-Lemma gezeigt werden. Haben wir tatsächlich auch schon gemacht, ganz am Anfang der Vorlesung. Ja, die Begründung war, endliche Automaten können nicht zählen. Ja, dass da genauso viele A's wie B's stehen. Also, das war schon der erste Teil. Zweiter Teil, es gibt eine Sprache, die ist kontextsensitiv, aber nicht kontextfrei. Und dann nehmen wir diese Sprache a hoch i, b hoch i, c hoch i für i mindestens 1. Ja, also wir haben ein String a's, ein String b's und ein String c's hintereinander in unserem Wort und es ist genauso viele a's wie b's wie c's. Okay. Und das ist kontextsensitiv. Warum? Naja, ich könnte jetzt versuchen, eine kontextsensitive Grammatik hinzuschreiben. Oder ich kann verwenden, was wir schon wissen, obwohl wir es nicht definiert haben, aber wir haben gezeigt, dass kontextsensitiv, oder wir haben gesagt, dass kontextsensitive Sprachen genau die sind, die in N-Tape N liegen. Ja. Also ich kann statt anzugeben, wie die Grammatik aussieht, kann ich das Berechnungsmodell angeben, was diese Sprache erkennt oder akzeptiert zumindest. Das ist so ähnlich wie,
Statt für Regularität zu zeigen, dass es ein regulärer Ausdruck ist, kann ich den endlichen Automaten angeben, der die Sprache erkennt. Also, kontextsensitiv, genau dann, wenn es eine nicht-deterministische Turing-Maschine mit linearem Speicherbedarf für L gibt, was L akzeptiert. Also, wir kriegen als Eingabe ein Wort mit ABC als Alphabet und wir müssen jetzt testen, ob das Wort die Form hat A, B, C mit genau gleich großen Teilen. Und wir dürfen nicht mehr Band verwenden, als auf dem Wort da ist. Gut, und das ist relativ simpel. Ja. Also ist hier sehr viel mehr steht da auch nicht. Also wir können deterministisch, Zeit ist uns egal, wir können deterministisch erstmal prüfen, ob genauso viele A's wie B's sind. Dann indem wir immer so, ja, das Band, wir dürfen das schon ändern, ja, wir streichen vorne ein A weg und hinten B, gehen wieder nach vorne, streichen ein A weg, hinten ein B und so weiter und gucken, ob am Ende alles weg ist oder ob noch ein A oder ein B übrig bleibt. Und genauso können wir testen, ob genauso viele Bs wie Cs sind und dann wissen wir also, dass das alles gut ist. Gut, also die ist kontextsensitiv. Jetzt ist die Behauptung, die ist nicht kontextfrei. Und wie jetzt schon mehrfach angekündigt, wir werden das Pumping-Lemma benutzen, um zu zeigen, dass diese Sprache nicht kontextfrei ist. Wieder ist das genauso, wie wir das mit den Pumping-Lemma für reguläre Sprachen gemacht haben. Wir müssen zeigen, dass die Aussage des Pumping-Lemmas nicht gilt für diese Sprache. Ja, und da haben wir beim letzten Mal auch sehr sorgfältig darauf geachtet, das alles ein bisschen auseinanderzuhalten. Deswegen machen wir das hier nochmal. Die Aussage des kontextfreien Pumping-Lemmas für eine Sprache L ist: Es gibt ein N, sodass für alle Z aus der Sprache genügend lang. Es gibt eine Zerlegung in fünf Teile mit den richtigen Eigenschaften, sodass für alle I aus den natürlichen Zahlen inklusive der Null gilt, das gepumpte Wort ist in L. Das ist eine Aussage zu einer Sprache. Einige Sprachen haben diese Eigenschaft, erfüllen diese Aussage, andere Sprachen erfüllen diese Aussage nicht. Okay. Und das Pumping-Lemma besagt, jede kontextfreie Sprache erfüllt diese Aussage. Vielleicht noch mehr Sprachen tun das. Aber auf jeden Fall, kontextfreie machen das alle. Könnten auch noch andere Sprachen tun, die geben, die diese Aussage erfüllen. Das heißt, wir zeigen jetzt, dass diese Aussage nicht gilt für unsere Sprache, die wir da haben. Und damit wissen wir, dass die Sprache eben nicht kontextfrei sein kann. Ja. Das heißt, wir widerlegen die Aussage und jetzt ist wieder die logische Negation. Aus dem existiert ein N, müssen wir zeigen, für alle N, aus dem für alle Z existiert ein Z und so weiter. Ja, die Quantoren drehen sich um und die Allquantoren sind unser böser Gegenspieler, die roten und die grünen, das sind die, die wir wählen können, die Existenzquantoren, wenn wir jetzt zeigen wollen, dass die Aussage, wenn wir zeigen wollen, dass die Aussage nicht geht, dass sie widerlegt ist. Gut, also wie machen wir das? Das ist unsere Sprache, A hoch i, B hoch i, C hoch i, i größer gleich 1. Es fängt an mit für alle. Das heißt, wir müssen ein beliebiges n betrachten. Wir wissen nichts über dieses n. Unser Gegenspieler wählt das n. Dann kommt existiert ein. Das heißt, es ist unser Zug. Wir sehen n vom Gegenspieler und reagieren mit einem cleveren Z. Ja? Wir müssen uns aber an die Regeln halten. Also das Wort muss aus der Sprache sein. Und es muss mindestens, also länger sein als das N, was uns gegeben wurde. Gut, das Z, was wir hier wählen, clevererweise ist A hoch N, B hoch N, C hoch N, weil es funktioniert. Wir beachten, dass wir die Regeln befolgen. Die Länge von Z ist 3 mal N, was sicherlich mehr als N ist. Und das Wort liegt tatsächlich in der Sprache, weil es diese Form hat. Okay, also wir halten uns noch an die Regeln. Jetzt kommt wieder für alle, das heißt, der Gegenspieler wählt die Zerlegung. Der Gegenspieler zerlegt jetzt unser schönes Wort in fünf Teile, hält sich aber an die Regeln, nämlich, dass er aus der Mitte, in die Mitte darf er höchstens n tun, auf den v wie x, und er muss mindestens einen Buchstaben in v oder in x reintun. Okay? Wir wissen nichts über die Zerlegung, nur dass sie den Regeln genügt. Also wir betrachten eine beliebige Zerlegung mit diesen Eigenschaften. Und jetzt können wir sind an der Reihe, existiert ein i. Wir können jetzt das i wieder wählen. Wir sehen sogar die Zerlegung. Wir könnten jetzt in Abhängigkeit von der Zerlegung wählen. Tatsächlich
egal wie die Zerlegung aussieht, i gleich 0 wird schon funktionieren. Ja? Deswegen wähle ich jetzt schon mal i gleich 0. Und jetzt müssen wir zeigen, dass mit diesen ganzen Sachen, die wir zusammengesammelt haben, das hier gilt, nämlich dass das Wort, was mit i gepumpt wurde, nicht in der Sprache liegt. Wie machen wir das? Dann müssen wir eine Fallunterscheidung machen, wie die Zerlegung aussieht. Ja? Unser Gegenspieler hat ja die Zerlegung gewählt und wir konzentrieren uns auf diesen Mittelteil, der höchstens n lang ist. Und wir erinnern uns, wie unser Wort aussieht: a hoch n, b hoch n, c hoch n. Und was wir sehen ist, dass der Mittelteil der Zerlegung kann nicht irgendwie A's und C's enthalten, ja? Weil der darf ja nur höchstens n lang sein und da sind irgendwie n B's in der Mitte. Ja? Also entweder ist der erste Fall, der Mittelteil enthält kein C oder er enthält kein A. Tatsächlich sind die symmetrisch. Also, wenn der Mittelteil kein C enthält, dann sieht der Mittelteil also irgendwie so aus, dass es irgendein A hoch irgendwas und B hoch irgendwas ist. Ja, vielleicht kein A, vielleicht nur Bs, vielleicht nur As oder so, aber auf jeden Fall kein C. Jetzt haben wir i gleich 0 gewählt, das heißt, wir schneiden V und X raus aus dem Wort. Und wir wissen, dass in V und X ist mindestens ein Symbol drin. Das heißt, wir haben jetzt mindestens ein A oder ein B rausgeschnitten, wir haben aber kein C rausgeschnitten. Die C sind alle noch da. Ja? Das heißt, wenn wir das gemacht haben, das rausschneiden, dann hat es irgendwie die Form A hoch R, B hoch S, C hoch N. Die Cs, die Anzahl der Cs haben sich nicht geändert, aber entweder ein A oder ein B ist weg, also entweder ist R kleiner als N oder S ist kleiner als N. Wissen wir nicht genau. Irgendwas haben wir rausgeschnitten. Irgendwas war in V und X drin. Und damit ist es halt nicht mehr in der Sprache. Das ist das, was wir zeigen wollten. Wir wollten zeigen, dass dieses gepumpte Wort mit diesem gewählten I nicht in der Sprache liegt. Und dieses Wort liegt nicht in der Sprache, wenn das da gilt. Und analog, wenn der Mittelteil kein A enthält, dann wissen wir also, es könnten vielleicht Bs oder Cs da drin sein, aber definitiv kein A. Das heißt, wenn wir das rauslöschen, sind noch alle NAs da, aber entweder die Bs oder die Cs sind weniger geworden und das geht halt nicht. Ja? Das heißt, wir haben die Aussage, diese Sprache erfüllt nicht die Aussage des Pumping-Lemmas. Das heißt, diese Sprache kann nicht kontextfrei sein. Gut. Es gibt hier noch einen alternativen Beweis mit Ottgens-Lemma, der. Den ich auch noch mache. Ja. Einfach damit Sie auch sehen, wie Ottgens Lemma mal angewendet wird. Ich habe gerade überlegt, was ich Ihnen lieber heute nicht zeige, aber ich zeige Ihnen das lieber. Also Ottgens Lemma kann ja genauso verwendet werden, genauso wie bei den regulären Sprachen wir das Pumping Lemma oder dann das verallgemeinerte Pumping Lemma hatten. In diesem speziellen Fall ist beides möglich. Es gibt Sprachen, wo Ottgens Lemma möglich ist. Also die Aussage von Ottgens Lemma kann widerlegt werden und die Aussage vom Pumping Lemma kann nicht widerlegt werden. Ja? Also wo man dann auf Ottgens Lemma zurückgreifen muss, um zu zeigen, dass es nicht kontextfrei ist. Hier wäre eigentlich beides möglich. Wir sind eigentlich schon fertig, aber trotzdem, um jetzt nicht nochmal ein komplett neues Beispiel mit Ottgens Lemma zu öffnen, machen wir einfach hier nochmal Ottgens Lemma und sehen, wie diese Markierungen uns helfen. Gut. Also, wir beweisen immer noch, dass diese Sprache nicht kontextfrei ist, aber jetzt mit Ottgens Lemma. Das heißt, wir brauchen die Aussage von Ottgens Lemma, wir brauchen die Verneinung von der Aussage von Ottgens Lemma und wir müssen diese Verneinung müssen wir dann zeigen, dass die Aussage von Ottgens Lemma für unsere Sprache nicht gilt. Gut. Wieder in Quantoren geschrieben. Es gibt ein n, sodass für alle z genügend lang und für alle Markierungen mindestens n. Gibt es die Zerlegung mit höchstens n Markierungen auf VWX, mindestens eine Markierung auf VX, sodass für alle i das Gepumpte in der Sprache bleibt. Beim Widerlegen, beim Negieren der Aussage drehen wir die Quantoren um. Also es ist jetzt für alle n existiert ein Z. Und hier ist das Gute, dass jetzt diese Markierung, die Wahl der Markierung in den grünen Teil fällt. Also wir können wählen, wo gepumpt werden soll. Wir dürfen die Markierung wählen. Ja?
Und wir können also dem bösen Gegenspieler sagen, wo er irgendwie seine Zerlegung können wir ihm einschränken. Ja, es ihm schwerer machen, die Zerlegung zu finden. Wenn wir, also wir haben dann das Z gewählt und für die Markierung gewählt, dann muss der Gegenspieler macht die Zerlegung, hält sich an die Regeln und dann finden wir das I, sodass nicht gepumpt werden kann. So, machen wir das. Also, wir haben die Sprache, die steht dann noch ganz oben in der ersten Zeile. A auch I, B auch I, C auch I. Wir kriegen, der Gegenspieler fängt an, wir kriegen das N, von dem wir nichts wissen. Das ist irgendeine Zahl, 1024 oder so. Ja. Wir wählen uns ein Wort. Und wir wählen uns jetzt A hoch N plus 1, B hoch N plus 1, C hoch N plus 1. Okay? Und wir wählen uns eine Markierung von dem Wort. Und zwar, was wir machen, wir markieren alle Bs. Okay. Jetzt beachten wir noch kurz, dass wir die Regeln nicht brechen. Also unser Wort ist tatsächlich in der Sprache. Unser Wort ist tatsächlich mindestens n lang. Und wir haben tatsächlich mindestens n Markierungen gemacht, nämlich alle Bs, das sind n plus 1. Gut. So, jetzt kommt wieder der Gegenspieler für alle. Er zerlegt jetzt, er sieht das Wort, er sieht die Markierung und er zerlegt jetzt entsprechend der Regeln. Und wir wissen nichts, außer dass er sich an die Regeln hält. Also es ist eine Zerlegung. Z, U, V, W, X, Y. Der Mittelteil, V, W, X, hat höchstens N von den Markierungen und V, X, also der zweite und der vierte zusammen, hat mindestens eine Markierung. Und für uns ist jetzt, weil wir die Markierung so clever gewählt haben, ist Markierung das gleiche wie B. Ja. Das heißt, der Mittelteil hat höchstens n von den Bs und V oder X hat mindestens ein B. Und was wir dann sehen ist, naja, wenn V ein B hat, dann kann der Mittelteil kein A enthalten. Richtig? Und wenn x ein b hat, dann kann der Mittelteil kein c enthalten. Und das heißt, wenn wir jetzt i gleich 0 wieder wählen, dann wird irgendwas gelöscht. Es wird auf jeden Fall ein b gelöscht, weil v und x soll ja eine Markierung enthalten. Also ein b wird auf jeden Fall gelöscht. Aber entweder wird kein a oder es wird kein c gelöscht. Und damit ist das nicht mehr in der Sprache. Gut. Ganz ähnlich. Ja. So, wo waren wir überhaupt? Wir waren dabei, diese Echtheit von der Chomsky-Hierarchie zu zeigen. Wir waren dabei, uns zu überlegen, dass ja alles schön und gut ist, aber es wäre irgendwie alles nur sinnvoll, wenn es tatsächlich irgendwie einen Unterschied macht, ob kontextfrei oder kontextsensitiv. Ja, und nicht, dass es irgendwie die gleichen Sprachen sind. Und einfach um zu zeigen, dass es wirklich einen Unterschied macht, das ist das, was wir hier gerade tun. Wir haben schon bewiesen, dass es einen Unterschied macht, ob man kontextfrei oder regulär ist. Es gibt Sprachen, die sind das eine, nicht das andere. Wir haben gerade eben bewiesen, dass es einen Unterschied macht, kontextfrei oder kontextsensitiv zu sein. Es gibt Sprachen, die sind das eine, aber nicht das andere. Und jetzt fehlt uns noch der dritte Teil, dass es einen Unterschied macht, Chomsky 0 oder Chomsky 1 zu sein, also semi-entscheidbar oder kontextsensitiv. Und da war es so, dass wir quasi schon die Arbeit getan haben in den Entscheidbarkeitskapitel. Wir haben da gesehen, dass semi-entscheidbar und entscheidbar echt ein Unterschied ist. Und jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass kontextsensitiv auch insbesondere entscheidbar ist. Gut. Also es gibt eine semi-entscheidbare Sprache, die nicht kontextsensitiv ist. Wir können uns jetzt irgendeine nehmen, die nicht entscheidbar ist. Hier ist LU gewählt, die universelle Sprache. Da steht auch noch die Wiederholung zur Wiederholung diese Definition, aber eigentlich ist es uns völlig Schnurz. Alles, was wir brauchen, ist, dass die semi-entscheidbar ist, aber nicht entscheidbar. Okay. Also aus Kapitel 3 wissen wir, LU ist semi-entscheidbar, aber nicht entscheidbar. Semi-entscheidbar heißt also, ist es in L0, das haben wir mal gezeigt, dass die Sprachen in L0 genau die semi-entscheidbaren sind. Und jetzt, wenn diese fettgedruckte Zeile hier stimmt, dann sind wir fertig. Wenn alle Sprachen in L1, alle kontextsensitiven, entscheidbar sind,
Dann ist insbesondere die universelle Sprache nicht kontextsensitiv. Ja, gut. Und jetzt müssen wir uns überlegen, warum sind alle Sprachen in L1 entscheidbar? Es gibt zwei Beweise, und aber ich würde beide hier nur ein bisschen so anskizzieren können. Ich habe mich jetzt für den entschieden. Also das geht über das Berechnungsmodell. Der andere Beweis geht über die Grammatik. Das Berechnungsmodell. Wir haben eine Sprache L, die ist kontextsensitiv. Dann haben wir, naja, gesagt, dass es also eine NTM gibt, die L akzeptiert mit linearem Speicherbedarf. Okay? Und was wir zeigen müssen, es gibt eine NTM oder DTM, die L entscheidet. Und bisher wissen wir nur, es gibt eine NTM, die akzeptiert. Die könnte noch in Endlosschleifen laufen. Ja? Wir wissen nur, wenn das Wort in der Sprache ist, dann hält die und sagt ja. Und bei den Nein-Instanzen, entweder sie hält und sagt nein oder sie rödelt für immer. Gut. Jetzt wissen wir auch, NTMs können durch DTMs simuliert werden. Immer, wenn wir nicht auf Laufzeit oder Speicher achten. In dieser Simulation muss man beobachten, dass wenn die NTM begrenzten Speicher nur zur Verfügung hatte, dann ist die Simulation durch die DTM auch mit begrenztem Speicher machbar. Ja? Vielleicht nicht mehr linear, aber zum Beispiel quadratisch geht. Es war ein offenes Problem in diesem Zusammenhang, eine DTM mit linearen Speicher jetzt existiert, aber man kann zeigen, dass es mit quadratischen Speicher ganz einfach geht. Oder ich meine, es würde uns irgendwas reichen, irgendwas Begrenztes, n hoch n oder so. Ja? Also Hauptsache begrenzt. Gut. Wenn wir jetzt aber einen beschränkten Speicher haben bei einer DTM, dann gibt es nur endlich viele unterschiedliche Konfigurationen, in denen die DTM gerade sein könnte. Sie erinnern sich, was eine Konfiguration war? Konfiguration war momentaner Inhalt des Bandes und momentaner Zustand der endlichen Kontrolle und momentane Position des Leseschreibkopfs. Ja, das beschreibt das Verhalten der DTM, diese Konfiguration. Und dann ist es unentscheidend von der Konfiguration, wo wir herkamen und wo wir herkamen. Wenn wir bei der Konfiguration sind, dann sind wir bei dieser Konfiguration. Und wenn es jetzt nur endlich viele Konfigurationen gibt, dann ist die einzige Möglichkeit, dass das Ding endlos läuft, dass es wirklich endlos Schleifen gibt. Dass die gleiche Konfiguration immer und immer und immer und immer und immer wieder besucht. Ja? Und das ist tatsächlich einfach zu erkennen. Ja, man kann einfach um die DTM herum eine andere DTM bauen, die einfach checkt, ob die Konfiguration schon mal besucht wurde. Und dann sagt sie, okay, pass auf, die Konfiguration hattest du schon mal. Du bist deterministisch. Das heißt, das, was du gerade getan hast, um von dieser Konfiguration wieder zu derselben Konfiguration zu kommen, wirst du jetzt einfach nochmal tun. Und dann wirst du es nochmal tun. Das ist deterministisch, da ist ja nichts mehr dabei. Ja? Das ist immer wenn die in dieser Konfiguration ist, dann ist er deterministisch festgelegt, die kommt dahin und dann kannst du sagen, okay, brich ab, das ist nein. Okay? Und nur wenn wir unendlich viel Speicher haben, dann können wir halt nicht unbedingt erkennen, ob die unendlich lange braucht, weil die eventuell immer mehr aufs Band schreibt, immer mehr aufs Band schreibt, immer mehr aufs Band schreibt und wir nicht wissen, ob das zu irgendwas gut ist. Okay. Aber im beschränkten Speicher können wir es erkennen und dann können wir diese Endlosschleifen erkennen und die Sprache sogar entscheiden. Okay. Das heißt, diese universelle Sprache ist nicht entscheidbar, das wissen wir schon. Das heißt, sie kann nicht von einer NTAPE-N akzeptiert werden. Das heißt, die kann nicht kontextsensitiv sein. Gut. Das heißt, hier ist jetzt die Übersicht mit dem Ausgefüllten, was wir heute geschafft haben. Wir haben Beispiele gesehen, wir haben
vor allen Dingen die oberen drei gesehen, eine Sprache, die ist kontextfrei, aber nicht regulär, eine Sprache, die ist kontextsensitiv, aber nicht kontextfrei, eine Sprache, die ist Chomsky 0, also semi-entscheidbar, aber nicht kontextsensitiv. Jetzt können Sie sich auch noch überlegen, ob das hier unten irgendwie Sinn macht oder ob das überhaupt eine Sprache gibt, also ob das die leere Menge ist. Aber zum Beispiel diese Sprache, die ist regulär. Ja, ein bisschen schade irgendwie, dass es jetzt irgendwie dieses Muster sich nicht so schön fortgesetzt hat, was mit A hoch I, B hoch I, C hoch I, D hoch I ist. Wenn Sie wollen, können Sie sich das ja überlegen. Ich habe aber eine andere Testen Sie sich Aufgabe, deswegen werde ich das jetzt nicht jetzt Testen Sie sich Aufgabe stellen. Gut. Was wir jetzt nämlich noch machen, ist, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gucken noch mal kontextfreie Sprachen. Und um nochmal zu unterstreichen, dass das wirklich die schönen sind, die kontextfreien sind die, erinnern Sie sich, wo der CYK-Algorithmus das Wortproblem entschieden hat und wo diese Chomsky-Normalform existierte. Das sind wirklich die Dinge, die gut machbar sind im Computer. Und tatsächlich sind auch ein paar von diesen Metafragen, die wir in dem Entscheidbarkeitskapitel schon manchmal angerissen haben, selbst sind die machbar. Ja? Also sowas wie gegeben die kontextfreie Grammatik, können wir entscheiden, ob es überhaupt ein Wort gibt in der Sprache. Ja? Das ist so eine Metafrage. Ist die erzeugte Sprache leer? Ja? Und das war für allgemeine Sprachen ist es nicht entscheidbar. Und hier ist es tatsächlich entscheidbar, sogar polynomiell entscheidbar. Also wirklich, weil die Kontextfreien so schön sind. Für Chomsky 0 ist es im Allgemeinen nicht entscheidbar. Dann eine andere Sache ist, das haben wir auch irgendwann schon mal angeguckt, ich weiß nicht wann genau, aber wenn wir zwei Sprachen haben und dann können wir die vereinigen oder wir können den Schnitt bilden oder wir können die konkatenieren oder den klinischen Abschluss und uns fragen, ob die Sprachen immer noch schön sind. Ja? Also zum Beispiel aus zwei regulären Sprachen konkatenieren, bleibt es regulär oder so. Und hier wollen wir das auch für kontextfreie machen. Wir wollen sagen, wenn wir vereinigen, zwei kontextfreie Sprachen vereinigen, dann bleibt es kontextfrei. Wenn wir die konkatenieren, dann bleibt es kontextfrei. Und wenn wir von einer kontextfreien Sprache den klinischen Abschluss bilden, dann bleibt es kontextfrei. Okay. Und hier ist Ihre Testen Sie sich Aufgabe. Wenn wir jetzt statt kontextfrei hier was anderes einsetzen, irgendwie was Sie schon kennen, sowas wie semi-entscheidbar oder entscheidbar oder hier sollte kontextsensitiv stehen, weil kontextfrei ist dort schon. Kontextsensitiv oder regulär. Ob Sie sich erinnern, ob Sie ein Gefühl dafür haben, wann was gilt. Einiges davon haben wir schon gemacht in der Vorlesung oder auf den Übungsblättern. Ich glaube, dass wir nicht alles gemacht haben. Genau, also da können Sie so lange, wie Sie Lust haben, sich testen und schauen, was Sie da wissen oder rausfinden können. Gut, also das sind so die zwei Hauptsachen, die wir heute noch machen. Fangen wir oben an. Es kann in polynomialer Zeit entschieden werden, ob die Sprache leer ist. Und das ist nicht nur, also an sich ist es ja irgendwie eine langweilige Aufgabe, aber tatsächlich werden wir da was benutzen, was nicht so langweilig ist. Okay. Und was nicht so langweilig ist, sind nutzlose Variablen. Also vor allen Dingen die nicht nutzlosen Variablen sind nicht so langweilig. Was heißt das? Um kontextfreie Grammatiken geht es wieder. Eine Variable a heißt nutzlos, wenn sie in keiner Ableitung aus der Sprache benutzt wird. Ja, also wir wissen ja, jedes Wort aus der Sprache hat eine Ableitung von s zu dem Wort. Und dazwischendurch benutzen wir irgendwelche Variablen. Und wenn es eine Variable gibt, die zwar irgendwo da drin steht in der Grammatik und vielleicht sogar in den Regeln irgendwo drin steht, aber tatsächlich nie benutzt wird, dann heißt sie nutzlos. Okay? Und nie benutzt wird, heißt nie erfolgreich benutzt wird. Man kann natürlich anfangen und von S erstmal Ableitung, 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 Ableitung machen. Das ist aber nur eine erfolgreiche Ableitung, wenn am Ende keine Variablen mehr da sind. Es kann so sein, dass es so Variablen gibt, wie wenn man sich die einmal einhandelt in sein Wort, dass man die nicht wieder rauskriegt. Ja, dann ist es auch irgendwie nutzlos.
Gut, das sind nutzlose Variablen. Und das Schöne ist, wir können sozusagen die kontextfreie Grammatik, wenn wir die jetzt Input nehmen, wir können die ein bisschen bereinigen und die nutzlosen Variablen erkennen und rausschmeißen. Und das machen wir jetzt in einem zweistufigen Verfahren. So, erste Stufe. Wir berechnen erstmal die Variablen, die, wenn sie das Startsymbol wären, aus denen man dann Wörter ableiten könnte. Ja? Das ist eine notwendige Bedingung, um nützlich zu sein. Wenn eine Variable das nicht erfüllt, dann heißt es also, ich kann niemals diese Variable loswerden. Wenn ich mir die einmal eingefangen habe, dann kriege ich das niemals raus, dass alle Variablen weg sind. Also es ist eine notwendige Bedingung, um nützlich zu sein. Gut, also V-Strich. Formal, das sind alle Variablen a aus der Variablenmenge, sodass es mindestens ein Wort gibt, das a in dieses Wort abgeleitet werden kann. Gut. So, wie finden wir die? Wir finden die ziemlich greedy. Wir machen das mit einer Q, Warteschlange, Q. Wir fügen dazu erstmal alle Variablen ein, die einfach schon direkt auf ein Zeichen oder auf ein Wort abbilden. Ja, wir sind ja, wenn es jetzt Chomsky-Normalform wäre, dann wäre es ein Zeichen, aber im Allgemeinen ist es ein Wort. Also alles, was abbildet und dann sozusagen ohne Variablen auf der rechten Seite, ja, dann kann ich die, dann ist es so eine Variable. Okay. Gut, dann sind wir froh, dann fügen wir so ein A, fügen wir dann in die Q ein und auch in unsere Menge V-Strich, weil das gehört ja da auf jeden Fall hin. Und dann gucken wir jetzt, was wir in der Q schon so aufgesammelt haben, poppen das oberste Element und ändern die Regeln, indem wir sagen, wenn jetzt dieses oberste Element A ist, dass wir in jeden rechten Seiten, wo A auftaucht, ersetzen wir das durch so ein Wort W, wozu diese Regel da schon existiert. Ja? Also statt diesen Umweg zu gehen, wir wissen, aus A kann dieses Wort W gemacht werden, machen wir das einfach in der rechten Seite. Das ist so ein Ersetzungstrick, den wir schon ein paar Mal gesehen haben, auch bei Chomsky-Normalformen und so. Okay, und wichtig ist, dass wir das auch für das eine A, wenn es hier mehrere mögliche Ws gibt, dass wir hier alle möglichen Ws machen. Und dann gucken wir, ob jetzt dadurch eventuell zum Beispiel diese Variable B nur noch auf dem Wort abbildet. Ja, sozusagen war A die einzige Variable da drin. Und wenn das so ist, dann ist also B auch eine schöne Variable. Die kann nämlich nur auf dem Wort abbilden mit dem Umweg A. Wenn wir die also noch nicht identifiziert hatten als schöne Variable, dann fügen wir die in die Q ein und auch in V-Strich. Gut, das Verfahren endet dann, wenn in der Q nichts mehr ist. Machen wir gleich an einem Beispiel. Vorher zwei Bemerkungen. Also wir haben jetzt diese Variablen gefunden, die, wenn sie Startsymbol wären, auf ordentliche Wörter abgeleitet werden könnten. Wenn wir dabei jetzt merken, wenn wir fertig sind mit dem Verfahren, dass S gar nicht diese Art ist, dann ist irgendwie klar, was los ist. Dann ist diese ganze Grammatik ziemlicher Quatsch, nämlich sie erzeugt nur die leere Sprache. Ja? Also nicht mal das leere Wort kann erzeugt werden, die leere Sprache. Und dann brauchen wir diesen Schritt 2, der danach gleich noch kommt, auch nicht machen. Zweite Bemerkung, wenn wir eine Variable haben, die auf dem Wort abgebildet werden kann, dann wird sie auch gefunden werden von dieser Methode, die ich gerade vorgestellt habe. Das kann man zeigen, werde ich nicht tun. Ja? Und man macht das per Induktion nach der Länge der kürzesten Ableitung und so weiter. Können Sie nachvollziehen, wenn Sie wollen. Machen wir das lieber an einem Beispiel. Das ist unsere Grammatik. Die ist kontextfrei, weil die linke Seite immer nur eine Variable hat. Die ist jetzt nicht in Chomsky-Normalform. Muss nicht. Ja. Genau. Und die hat diese Regeln. Und jetzt gucken wir nochmal, was wollten wir machen? Wir wollten erstmal im ersten Schritt von dem ersten Schritt, wollten wir erstmal die Variablen finden, die direkt auf der rechten Seite in ein Wort überführt werden können. Und fügen die in diese Q und in diese V-Strichmenge ein. Das ist in dem Fall, wir starten hier, wir gehen also die rechten Seiten durch und sehen na, hier nicht, nee, S ist keine so eine Variable. A ist so eine Variable. A kann direkt in BC überführt werden. Das heißt, wir fügen A in V-Strich ein und in die Q. Und jetzt merken wir auch B, nee, C, nee, D, nee, E, nein. Also nur A. Jetzt
Geht's weiter. Wir entfernen der Reihe nach aus der Queue. Also, hier ist die Queue, hat nur ein Element, A, das heißt, da unten ist die Queue. Wir poppen das A. Wir wissen, das A ist da drin, weil es eine Regel gibt, die auf der rechten Seite nur ein Wort hat. Und jetzt machen wir auf den rechten Seiten, überall, wo ich ein großes A sehe ich, mache ich das Wort dahin. BC. Ja, und das ist also das große A taucht zweimal auf, das heißt, hier in diesen beiden mache ich das. Und jetzt gehe ich wieder durch mit den geänderten Regeln, ob es etwas gibt, was auf der rechten Seite nur ein Wort hat. Ja, und jetzt sehe ich, okay, jetzt ist S zum Beispiel auch dieser Art. A ist dieser Art, aber A kannte ich schon, B immer noch nicht, C immer noch nicht, D ist jetzt auch dieser Art. Das heißt, S und D werden neu gefunden und in die Queue gepusht. Ja, und jetzt machen wir weiter, jetzt sind wir in der Queue, wir poppen das oberste Element, das ist jetzt ein S. Und wir wissen, S hat hier auf der rechten Seite irgendwo ein Wort, B, C, A, und überall, wo S auftaucht, ersetze ich das, mache ich hier. Jetzt gehe ich wieder durch, gibt es irgendwas Neues? Und nein, es gibt nichts Neues. Ja. Das heißt, ich mache weiter, poppt das nächste aus der Queue, das ist D. D hat auf der rechten Seite dieses Wort, überall, wo ich D sehe, mache ich das, gucke, ob gibt es was Neues. Ah, jetzt gibt es was Neues, jetzt gibt es E. Das heißt, E kommt neu in die Menge, E kommt auf die Queue. Jetzt mache ich weiter. Ich poppe E aus der Queue. Ich weiß, ich könnte überall E durch dieses Wort ersetzen und überall, wo E auftaucht, ersetze ich das durch dieses Wort. Taucht nirgendwo auf. Okay. Und jetzt ist das Verfahren beendet, weil die Queue ist leer und wir haben nichts Neues mehr gefunden. Und jetzt sehen wir, in V' sind A, S, D und E. Zum Beispiel sind da nicht B und C drin. Das heißt, B und C sind garantiert nutzlos. Ja, und das können Sie sich auch mal kurz überlegen. Also ich könnte zum Beispiel aus dem S ein B machen, und aus dem B könnte ich wieder neue Bs generieren. Okay, das hilft mir aber irgendwie nicht. Ich könnte auch irgendwann mal entscheiden, mich aus dem B ein C zu machen. Dann wird aus dem C kann ich wieder ein B machen. Also irgendwie werde ich dieses B nicht mehr los. Ja. Deswegen ist die Variable B nutzlos. Weil wenn ich mir die einmal eingefangen habe, dann kann ich die irgendwie nicht mehr loswerden. Gut. Im zweiten Schritt ist es jetzt noch so, auch wenn hier eine Variable gefunden wurde, heißt es noch lange nicht, dass sie nützlich ist. Es heißt nur, wenn sie Startsymbol wäre, dann könnte ich sie ableiten zu einem Wort. Aber eventuell ist sie überhaupt nicht erreichbar vom Startsymbol. Vielleicht ist es gar nicht möglich, die Variable in den String reinzukriegen. Und das ist der zweite Schritt. Ja. Wir gucken, was vom Startsymbol aus erreicht werden kann. Und erreicht werden heißt wirklich, ich fange an mit S. Ist es möglich, irgendwas zu finden, sodass die Variable da hinten auftaucht? Okay. Und wie mache ich das? Naja, ich gucke mir an, wenn ich eine Variable habe, die ist erreichbar und es gibt eine Regel, die hat hier auf der anderen Seite eine neue Variable stehen, dann ist diese Variable wohl auch erreichbar. Ja, ganz greedy, einfach durchgehen. Und ich wiederhole das, bis ich nichts Neues mehr erreichen kann. Und wieder, ich werde es nicht beweisen, aber per Induktion kann man zeigen, dass das genau die Variablen findet, die von S aus irgendwie abgeleitet werden können. Gut. Das machen wir wieder an dem Beispiel. V' ist das, was wir davor gefunden haben. V'' ist das, was jetzt erreichbar sein soll von S aus. Am Anfang ist S von S aus erreichbar. In dem zweiten Schritt gehe ich jetzt durch, okay, was kann ich denn von S aus erreichen? Na, ich kann ein A kreieren, ich kann ein B kreieren und ich kann ein C kreieren. B und C kommen für mich gar nicht mehr in Betracht, die sind sowieso nutzlos. Also, aber ein A kann ich kreieren. Das heißt, A ist erreichbar. Jetzt gehe ich wieder durch. A ist erreichbar. Was ist denn von A aus noch kreierbar? Nee, nur A. Jo, nichts. Ich finde nichts Neues. Das heißt, von den Vieren sind tatsächlich nur S und A erreichbar. Also es gibt gar keine Möglichkeit, E und D und ja, E und D zu kreieren. Das sehen Sie vielleicht auch daran, dass es nichts gibt, was auf der rechten Seite ein großes E hat. Es gibt zwar was, was auf der rechten Seite ein großes D hat, aber nur das E, was ja schon nicht erreichbar war. Okay. Gut. So, und jetzt habe ich V' gefunden und dann ist die Aussage, das sind genau die Variablen, die nicht nutzlos sind.
Und so können wir jetzt also leere, kontextfreie Sprachen erkennen. Eine Grammatik, es kann entschieden werden, ob sie überhaupt ein Wort kreiert oder ob die Sprache leer ist. Und das ist genau dann leer, wenn es nutzlos ist. Ja. Und es gibt noch ein zweites Korollar, das ich noch ganz schnell reinquetsche in die 3 Minuten. Es kann auch entschieden werden, ob die Sprache endlich ist. Das war auch eine Sache, die vorher nicht ging. Also wir wissen, wir können entscheiden, ob es null oder mindestens ein Wort gibt. Und jetzt, wir können auch entscheiden, ob es endlich viele Wörter in der Sprache gibt oder unendlich viele Wörter. Und das tun wir auch, indem wir dieses nutzlose Variablen identifizieren machen. Zuerst identifizieren wir die nutzlosen Variablen und schmeißen die raus. Wir überführen dann G in Chomsky-Normalform, gucken uns dann diesen Graphen an, den wir auch in dieser Chomsky-Normalform schon mal so ähnlich hatten. Das ist auch so eine Art Variablen-Erreichbarkeitsgraph. Also wenn ich aus der Variable a eine Regel finde, die b, c machen kann, dann ist also b von a aus erreichbar. Oder wenn auch b, wenn es hinten steht, dann ist auch b von a aus erreichbar. Ja? Das ist der Graph, das ist wie dieser Variablen-Erreichbarkeitsgraph. Und dann müssen wir gucken, ob dieser Graph, das ist ein gerichteter Graph von a nach b, ob der Kreise enthält, gerichtete Kreise, Zügel. Und wenn ja, dann kann ich, dann habe ich die Möglichkeit, diesen Zügel lang zu laufen und den Zügel nochmal lang zu laufen, den Zügel nochmal lang zu laufen und immer größere Wörter zu kreieren, sozusagen, das ist so eine Art Pumpen, was da passiert, so ähnlich. Und dann habe ich insbesondere die Möglichkeit, unendlich viele Wörter zu machen. Und wenn das Ding keinen Zügel hat, dann gibt es nur endlich viele Wörter. Mal ein ganz kleines Beispiel, ganz kleine Grammatik. So sieht der Graph aus. Ich kann aus S kann ich A treffen, machen, aus S kann ich B machen, aus A kann ich B machen, aus A kann ich C machen, aus B kann ich C machen und ganz wichtig, aus B kann ich B machen. Und das ist tatsächlich hier der einzige Zügel. Ich kann aus B B machen, das ist ein gerichteter Kreis. Ja? Und das heißt, ich kann unendlich viele Wörter kreieren und das sehen Sie wie folgt. Sie machen aus S A B, keine andere Wahl. Und dann können Sie jetzt aus dem A gleich ein kleines a machen zum Beispiel. Und aus dem B können Sie sich entscheiden, noch ein paar Mal BC, so oft Sie wollen. Sie machen immer wieder die Bs neu in BCs. 100 Mal, 110 Mal. Und die ganzen Cs und Bs, wenn sie fertig sind, in Terminale übersetzen. Ja. Also hier, das ist, die hat unendlich viele Wörter. Gut. So, das war's. Den Rest mit dieser Abgeschlossenheit bezüglich Konkatenation und so, das hebe ich mir dann für nächste Woche auf. Danke. Okay.